Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Follower, unsere lieben Follower. Zurück bei Mummis on Tour. Tour. Happy Birthday, mein Schatz. Dankeschön. Also, man hört gerade, ich habe heute Geburtstag. Wenn ich es irgendwie hinkriege, werde ich heute euch mal ein bisschen den Tag mitnehmen, weil es ist heute noch einiges geplant. Ihr seht, es ist jetzt nur 6 Uhr irgendwas. Ich bin noch nicht ganz fit. Ich habe heute Nacht auf der Couch gepennt, bin eingeschlafen, habe aber irgendwie nicht so schlafen können, bin dann ins Schlafzimmer gegangen und jetzt bin ich ein bisschen boah. Gut, ich mache mir jetzt mal fertig. Dann werde ich mal mit Wauzi Lauzi runtergehen. Sieht meine Frau, die ist auch noch nicht ganz fit. Und dann gibt's Geschenke. Danke. Hallo, nee, wie war das? Grünwald Kuchen, Kekse, Kekse. Gut, dann lasse ich mich jetzt mal fertig machen. Es regnet draußen, es ist kalt. Wir haben gerade aktuell 9 Grad. Nee, 9 Grad? 7 Grad. Also, es wird immer kälter hier langsam. Es wird Zeit. Irgendwann stehe ich in der Früh auf und sage: Es liegt Schnee. Keine Lust. Bis später. Boah, Leute, das Schiff da draußen. Boah, ich bin absolut kein Regenmensch. Das war ich noch nie, das werde ich auch nie werden. Und Leute, es schifft. Oh, Menno. Sorry, ich renne hier drauf rum wie so ein Gollum, hey. Ja. Ja, dann gehe ich mal Gassi, bleibt in der Tasche, sonst wird sie so nass. Sag's euch, Leute, es ist so lustig, wenn es draußen schüttet und dein Hund wartet, bis du endlich mal seinen Beutel da weggeschmissen hast. Der erste ist im Umdrehen und losrennt Richtung nach Hause. So, das heißt erstmal Kaffee. So. Kaffee. Ah, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und das böse Z-Wort dazu, deswegen zeige ich euch das nicht, weil Kinder sollen das nicht nachmachen. Was steht da drauf? Reif seit 1979. Oh, Leute, ich bin, das habt ihr gesehen, ich bin reif seit 1979. Du reifst. Reift. Ach so, reift. Wahrscheinlich, wir haben doch keine Vorhänge. Wir sitzen nicht in der U-Bahn. Also, willst du Papa was zu essen geben? Warum Kinder immer die Türen offen lassen? Ist es bei euch auch so? Ich komme mir vor wie in der U-Bahn manchmal. Also, ich reife seit 1979. Man muss sagen, die Karte hat meine Kleine selber gemacht. Hihi, finde ich süß. Du Käse. So, ich zeige es euch nachher alles. Jetzt ist meine Zeit. Leute, ich sag's euch. Bruno Banani. Dankeschön. Ich muss das ganze Video so umdrehen. Und die Karte ist auch so geil. Und jetzt rieche ich schon mal in der Früh schon mal gut, obwohl ich noch gar nicht duschen war. Das ist geil. Schaut mal rein, Leute, seht ihr was? Es ist so lost, wenn du in die Kamera schauen willst und deine Tochter sagt, zeigt sie genauso, dass du es selber nicht siehst. Ja, aber es springt wie was an. Okay. Ihr habt es schon gesehen. Warum ist wie in der Schule hier? Achso, das ist eine Tasche im Karton. Ja, weil so kannst du gesehen, was in der Tasche drin ist. Dieses schwer. Die ist nicht schwer, die ist gut gebaut.
Aber es ist cool, da kannst du Kartons kannst immer zu jedem Geburtstag hernehmen. Ja. Machst du ja auch, glaube ich, wieder. Kriegst du wieder. Wieder verwertbare Geburtstage. Ja, du hast ja noch ein paar Geburtstage vor dir im Leben. Stimmt, leider. Du musst schon Hallo zu der Kamera noch sagen. Was? Du musst noch Hallo zeigen, richtig. Ach so, ihr lauft ja noch weiter. Ja, ich dachte, du willst nicht, dass ich aufhöre zu filmen, deswegen. Ich dachte, sie hat schon auf Stopp gemacht. Dann mache ich jetzt auf Stopp. Nein, jetzt ist wurscht. Blumen für einen Mann, weil nicht alle Männer. Man sagt erst, die meisten Männer bekommen erst Blumen an ihrem Tag des Todes. Deswegen. Ja, willst du erst, wenn du stirbst, Blumen bekommen? Ich darf das als Zeichen. Nicht nach Plastik. Aber cool. Ich sprühe das damit, dann riecht es nach. Wann krieg ich mal rote Rosen? Nie. Doch heute. Also sie hat irgendwo recht. Wenn du kriegst meistens erst Rosen, wenn du stirbst. Ja. Dann sehe ich auch nichts mehr. Trommelwirbel. Avocado! Avocado from Mexico. Das passt zu dir, sieht aus wie du. Ja, das ist so ein süßes Gesicht. Sie weiß schon, wie sie sich retten soll. Schau. So. Ich halte es von Gerde. Die staubt. What is this? Achso. Ich dachte gerade, es ist einfach nur so ein Holzstaubding. Ja, ich dachte gerade eher, du musst, weil da so ein Loch ist, du musst wie so eine Wasserspritze oder so. Das ist eine Karte, aber die kannst du auch am Ende lesen. Oder du liest die jetzt, je nachdem. Ritter von Kunibert. Ey, schau mal, das ist voll cool. Das ist anders dran. Ja. Du hattest teilweise recht. Ich sag, jetzt gebe ich dir. Ein bisschen schwierig zu lesen alles, weil so viele Sticker drauf sind. Hallo, ist ein schönes Sticker. Ja. Was machen die? Zwei.0, okay. Ja. Nicht so kaputt machen, Mensch. Eine Hose ein bisschen gerade machen. Eine Gutschein-Geburtstagskarte. Eine Gutschein-Geburtstagskarte. Meine ist trotzdem besser. Ich finde beide geil. Meine ist besser. Okay, warte, deine ist besser. Und ja. Schau mal mein neues Kuscheltier an. Das ist so noch rein? Dann nein. Das bekommt Papa nicht wieder rein. Ey, yo. Du machst es kaputt. Boah, ist kaputt. Bevor ich überhaupt benutzen konnte. Angina, ich habe gelernt, wir beiden nie wieder Gutscheine zu schenken. Mhm. Und dann nach 10 Jahren benutzen sie dann irgendwann wieder. Ja, du weißt ja nicht mal, was da für Gutscheine stehen. Das sind eh schon Sachen, die ich eh mache. So viel zum Thema, ich krieg's nicht mehr rein. Einlochen kann ich. Papa! 10 von 10. Au! Avocado! Guacamole. Nee, du machst keine Guacamole draus. Nee, da pass mal auf, du. Das passt da sowieso nicht drauf, gell? Doch, aber ich hab doch gesagt, du kommst. Drin ist es! So, ich muss nicht zweimal einlochen. Machen. Kannst ja machen. Das ist ein Geschenk, ich weiß. Es wird dir nicht passen. Aber an. Also kommt drauf an, wo du es dran machst. Ja. Das, Leute, das hört sich echt sass an. Hallo. Nein. Ich bin tatsächlich gerade im Ring. Aber da passt ja dein Kleinfinger. Wir werden es gleich sehen. Wenn nicht, dann kommt es schön okay, an die Kette. Ja. Halb. Okay, das ist das, wenn du so richtig große, dicke Piepfinger hast. Ja, das kommt dann an Kette ran. Ja.
Oder so. Ich geh dich an. Geh ich mir. Da kommt noch mehr Leute. Ich bin ungefähr. Wow. Ich bin so ein Tollpatsch. Was ist denn? Dusche Margona. Ach, eine Dusche. Das ist keine Dusche. Wenn es Geruchsfernsehen geben würde. Ja. So, und jetzt tue ich das klar. Absolute Lieblingsnussschokolade. Als wenn ihr mir mal was schicken wollt, gell, Milka. Toffee-Ganznuss ist mein Best Friend bei Schoki mitunter und Rittersport. Also meine Kinder haben wir wieder mal das Richtige getroffen. Hier sind krass. Und eine geile Toffifee. Unbezahlte Werbung natürlich. Bezahlte Werbung? Nein, ich werde nicht gesponsert von denen. Außerdem finde ich jemanden, der mich sponsern will da draußen. Zum Beispiel Wohnwagen lackieren oder so. Da habe ich gestern schon einen geilen Hersteller gefunden. Echt? Mhm. Ich bin jetzt mal schon mal rein, weil der fällt sich nicht um. Das riecht voll lecker. Was? Das ist ja alles rein tun. Ja. Lecker. Mhm. Darf ich das essen? Angst. Ey. Oh mein Gott, Papa, Special Edition. Mhm. Stimmt. True by TTZ. Ich kenne zwar die Firma, aber ist zu. Hat es wer von euch schon mal ausprobiert? Vielleicht die Damen da draußen? Ja, ich habe eine leicht feminine Art. Hast du schon mal ausprobiert? Pass jetzt mal ein Parfüm auf. Wie lacht ihr, dass der Karton nicht wieder aus? Ja, jetzt soll mir bloß nicht zurückgegeben, ne? Kannst du fangen? Du Schammer, mach das mal bitte zwischen deine Zähne einmal. Für den Schammer-Effekt. Das schaffst du schon. Ja. Ja, also. 10 von 10. Kannst du fangen? Aber keine! Schlafen war du. War du. Du hast noch ein bisschen Deckel. Du musst einen Zähne raufstopfen nachher wieder. Oder vielleicht auch nicht, weil wenn der Deckel nämlich drauf ist, vergesse ich es. Da weiß ich auch nicht, wo uns hinlegt. Hängst an die Wand. Aber du kannst so gut Geschenke einpacken. Wenn meine Frau Geschenke einpackt, kriegt die kein Mensch mehr auf. Halt. Trommelwirbel und Kaffee. Die Spitze da hinten. Nicht Spritze! Spitze! Hallo! Oh, kann man die austauschen? Nein. Ey! Ich hab dir gerade eine super schöne Karte gebastelt. Oh. Geil. Eine Smartwatch ist das, gell? Weil die hat nicht meine Frau auch und weil die hat nicht eine super geile Akkulaufzeit, weil ich habe keine Apple Watch, aber schaut genauso aus wie Apple. Ist aber nur von Live-B. Das ist eine geile Uhr. Muss ich nachher erstmal laden. Und beim Einrichten muss ich mit meiner Frau helfen dann. Weil ich bin technisch zu blöd. Mal jemand befreiendes Teil. Oh, macht's. Aber ich finde es gut, weil ich gestern ist gerade mein Apple leer gegangen für die iCloud. Jetzt habe ich wieder Apfelkarten. Habt ihr eigentlich gewusst, dass diese Dinger hier bei Apple die Motive Aufkleber sind? Nein, jetzt wisst ihr es. Nächster Trommel für die Kinder. Das ist richtig rum, verkehrt rum. Ah.
Nein, ich stinke nicht gern. Meine Frau weiß, dass ich diesen Duft gern mag. Und wenn sie das holt, dann hat sie es schon probiert, dann findet sie den Duft sehr gut. Also Leute, wenn es Duffelfernsehen, Schnuffelfernsehen geben würde, wäre ich heute, würde sie alles riechen können. Ich muss es gleich anfangen. Wir sehen uns später. So Leute, wie ihr seht, sind wir in unserem Boni. Meine Frau und ich, wir lassen es uns jetzt zum Frühstück hier mal ein bisschen gut gehen. Ein bisschen Urlaubsfeeling haben, weil auch wenn es nicht so schön draus wieder ist, kann man ja mal ein bisschen fühlen, was Urlaub ist. Oder seht ihr es anders? Hallo, es gibt einen leckeren Tee. Es gibt einen leckeren Baiser-Himbeertee. Ja, das sind so diese Wintertees, aber die schmecken so gut. Ja, wie gesagt, wir lassen uns jetzt mal gemütlich frühstücken hier drin. Einfach mal ein bisschen Urlaubsfeeling haben, auch wenn der Wohnwagen jetzt noch nicht 100% fertig ist. Aber trotzdem fühlt es sich an wie Urlaub, weil du bist ja im Wohnwagen. Und was mit unserem Wohnwagen weitergeht, Leute, das erfahrt ihr alles mal in einem anderen Video, wahrscheinlich nächste Woche mal. Da sind neue Pläne aufgetaucht. Ihr werdet euch wundern und viele werden sich denken, ihr habt einen Schuss. Mahlzeit! Yam, 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 yam. So, wir sind aus dem Wohnwagen raus, wie ihr seht. Wir sind schon wieder unterwegs. Deswegen heißt es auch Mummies on Tour. Wir treffen uns jetzt am Bahnhof mit Freunden, gehen dann zum Brünnstein was essen und danach gehen wir auf ein Konzert von Kiss in Dynamite. Da waren wir letztes Jahr schon, ein geiles Konzert. Ich wollte eigentlich mein T-Shirt anziehen, aber irgendwie wurde es nicht trocken. Dummes T-Shirt. Ja, wie gesagt, ich schaue mal, was ich euch noch filmen kann. Von dem Konzert werde ich nicht viel mitfilmen. Oder ich mache eine untere Musik anders, weil, wisst ihr, Datenschutz und das Zeug, ne? Oder wie heißt das, diese Urheberrechte oder so. Das heißt, wenn ich mit der rechten Hand eine Uhr aufhebe, habe ich Urheberrechte. Genau. Dann sehen wir uns später. Yeah. Ja, ich meine, zwei von den ganzen Leuten, wo heute kommen, kennt sie sowieso schon. Warten wir mal. Mal gucken, wann er kommt. Da kommen sie. Und sie ist doch dabei. Sie ist dabei. Yeah! Ja, das hängt doch nicht zu spät mit. Alles Gute für den Bus. Danke, Rosa. So, jetzt haben wir gegessen. Wow, satt sind wir. Ja, satt ist kein Ausdruck, nicht? Ich rolle. Also ich muss schon aufpassen, dass ich mir fürs nicht einziehe in der Foto. Weil es war super lecker. Die ganze Blosen ist vor uns und ja, jetzt geht's ab aufs Konzert. Das Essen war so lecker, ich wollte es nicht filmen. Ja, also besonders für Gin Tonic, Flying Fear. Nicht so nah an mein Gesicht hier. Thank you.
leid. Das Konzert ist vorbei. Ihr hört da meine Stimme. Es war mega geil. Es war echt aber echt cool an alle Beteiligten, die wo dabei waren. Meine, ihr seht nicht mehr viel, es ist recht Dunkelheit. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch von diesem Tag heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn meine Stimme auch wieder am Start ist. Es wird Zeit, dass für heute Schluss ist.